einzelne Erfahrung, die wir machen, die wir erstmal natürlich bewerten, toll oder oh mein Gott, warum passiert das gerade mir? Das war immer mein Lieblingssatz. Ich kenne den in allen Sprachen der Welt. Bože moj, ajme meni heißt das in Kroatisch. Oh mein Gott, warum passiert das gerade mir? Aber gerade diese Sachen, wo einem spontan dieser Satz einfällt, sind häufig genau die Erfahrung, die du in diesem Moment brauchst, um wieder ein Stück vollständiger zu werden. Und das hat mir meine Lebenserfahrung gezeigt. Das Leben tut das auf absolut perfekte Art und Weise, uns zu vervollständigen. Und uns keine Erfahrung zu ersparen, die wir brauchen, um ein ganzer Mensch zu sein. Transhumanismus bedeutet, der Mensch überwindet sich selber. Ist nicht das, was wir immer schon wollten? Ich weiß, dass die Yogis des alten Indiens das immer wollten. Vollständige Körperbeherrschung durch den Prozess des Yoga, soweit, dass sie ihren Atem zum Stillstand bringen können, dass sie ihren Herzschlag zum Stillstand bringen können, dass sie ihren Körper auf das absolut Wesentliche reduzieren können und gleichzeitig ihren Geist aus dem Körper und aus dem Gehirn befreien. Ich habe in Indien Yogis gesehen, die das konnten. Wir werden mehr und mehr einzigartig in unserer Beziehung zu Gott, in unserer Beziehung zu allen anderen Wesen. Jung hat das Individuation genannt. Dass alles, was wir nicht sind, von uns abfällt und das, was wir wirklich sind, aber ganz individuell da ist. Und dieses ganz individuelle, bewusste Selbst, das Ich, hat dann eine einzigartige Beziehung zum Selbst.